Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Das neue Jahr 2024 ist gerade gestartet und was gibt es Schöneres, als auch im neuen Jahr wieder kreativ zu sein? Aus diesem Grund habe ich mir eine quadratische Leinwand genommen. Sie ist 50 x 50 cm groß und ich gestalte sie nach meinem persönlichen Belieben mit den Farben Blau und Grün. Das alte Jahr ist zu Ende gegangen und wir können sehr stolz auf unsere Erfolge sein und auch, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgegangen sind. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich heute zu blauem Glitter greife, weil ich einfach finde, dass man das neue Jahr mit etwas Glamour anfangen sollte. Ich habe die Weihnachtspause etwas dazu genutzt, mir Gedanken über den Kanal zu machen. Es sind doch sehr viele Leute dazu gekommen. Mich erreichen auch sehr viele Anfragen außerhalb von YouTube, über Instagram oder auch über E-Mail. Und ich bitte da um Nachsicht, dass ich da nicht postwendend antworten kann, denn ich habe tatsächlich einen Vollzeitjob. Das, was ich euch hier zeige und mache, das findet alles in meiner Freizeit statt und ich finde das auch wichtig, das einmal zu erwähnen. Daher werde ich mir Gedanken machen, wie zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft aussehen kann. Und das ist tatsächlich mit monatlichen Kosten verbunden, jedoch ist das jederzeit abwählbar. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Stufe so aussieht, dass jemand, der grundsätzlich gut findet, was ich mache, mich mit einem kleinen Beitrag monatlich unterstützen kann und davon kann ich dann zum Beispiel neue Farben und Leinwände kaufen. Das ganz normale Abo für diesen Kanal bleibt natürlich kostenfrei und die veröffentlichten Videos, soweit sie öffentlich sind, sind natürlich auch ohne Abo anzugucken. Doch ich werde mir für andere Stufen für die Kanalmitgliedschaft dann tatsächlich etwas überlegen. Es war zwar gerade erst Weihnachten und dieses Jahr müssen wir auf Weihnachten noch einen Tag länger warten, weil wir ein Schaltjahr haben, aber ich frage trotzdem mal in die Runde, würde es was geben, was ihr euch wünschen würdet? Ich bekomme manchmal Anfragen, das sind schon fast Coaching-Anfragen und es waren auch Fragen nach den Workshops dabei. Dazu hatte ich ja schon einmal erklärt, dass mein Atelier platzmäßig dafür nicht ausreicht. Doch vielleicht wird es in Zukunft hier in dieser Straße mal ein Glasfaserkabel geben und dann gäbe es ja auch andere Möglichkeiten. Aber noch ist dieser Straßenzug nicht dran und deswegen ist das Ganze erstmal eine Spekulation. Trotzdem meine Frage an euch. Würde es etwas geben, was ihr euch wünschen würdet? Da ich gerade dabei bin, Fragen zu stellen, gibt es eigentlich noch andere Maltechniken, die euch interessieren? Ich werde euch jetzt nicht eine zauberhafte kleine Katze in Zeichentechnik zeigen. Das ist dann doch nicht mein Metier. Aber falls ihr gerne etwas hättet in abstrakter Acrylmalerei,
dann wird mich das interessieren und dann kann ich das ja auch einbauen. Also ich lasse mich sehr oft von den Dingen leiten, die mich unter der Woche begleitet haben. Oder wenn ich mein Atelier betrete und die ein oder andere Farbe sehe. Eingangs hatte ich erwähnt, dass das neue Jahr mit blauem Glitter begrüßt wird. Und wenn ihr aufmerksam hingeschaut habt, dann war die erste Farbe, die ich verwendet habe, eine Metallic-Farbe. Wer bislang verfolgt hat, wie ich das Bild male, wird festgestellt haben, dass ich mich heute trotz der relativ kleinen Leinwand wieder an Schwünge und Bögen in der Rakeltechnik wage. Mein letztes Bild, was als Leitfarben Rot und Gold hatte und zum Schluss in Violett und Perlweiß geendet ist, sollte im Grunde genommen ähnlich werden wie das, was ich heute mache. Aber es hat sich gezeigt, dass das Bild hier einen ganz anderen Charakter bekommen hat. Dennoch wollte ich es unbedingt einmal ausprobieren, ob Schwünge und Bögen auf einer kleineren Leinwand als 80x80 oder 1 Meter x 1 Meter auch möglich sind. Ich habe heute zu meiner Glättkelle gegriffen. Das ist aber nicht unbedingt Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, sondern um einfach ein bisschen Abwechslung hineinzubringen. Über die gelbe Farbschicht rakel ich dann nochmal ein Stück mit der blauen Hintergrundfarbe, um eine Wiederholung im Bild zu haben. Von den Farben her erinnert mich das Bild ein bisschen an die runde Erde, die ich mal mit einem Tortenheber gemalt habe. Und hier habe ich auch Blautöne. Ich habe ein frisches Grün hineingebracht. Dann habe ich mit einem Cremeton gearbeitet. Und jetzt trage ich auch noch ein dunkles Blau auf. Was mir ganz gut gefällt, ist die helle Ecke mit dem Braun und dem Cremeton. Und ich wollte nach Möglichkeit in jedem Fall ein paar Farbinseln in dieser Farbrichtung behalten. Und es ist mir tatsächlich bis zum Schluss gelungen, dass diese Ecke weitestgehend durchscheint. Zu diesem Zeitpunkt beschäftige ich mich schon mit der Detailarbeit in diesem Bild. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich wieder ein Bild habe, in dem Wasser fließt oder in dem es Kaskaden von Wasser gibt. Das hat selbstverständlich etwas mit der bläulichen Färbung zu tun, aber auch mit den Farbschlieren, die inzwischen aufgetreten sind. Besonders schön finde ich die Mixtur, die sich aus den beiden Blautönen und dem leichten Anteil Gelb-Grün ergeben hat. Also ich finde es sehr interessant, dass das letzte Bild sich so dagegen gewehrt hat, mit Schwüngen ausgestattet zu werden und es einfach das geworden ist, was es am Ende sein musste. Ein geradliniges Bild, sehr klassisch aufgeteilt. Und dieses Bild hat sich einfach mit den Schwüngen erstellen lassen.
Und es ist so ein bisschen wie dieses Sprichwort, wenn man von einem Pferd abgeworfen worden ist, sollte man wieder aufsteigen und weiterreiten. Und ich glaube, das war auch die Idee, dass ich mir nochmal eine Leinwand in der gleichen Größe wie beim letzten Mal genommen habe und trotzdem versucht habe, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Und ich denke, das ist mir in jedem Fall gelungen. Danach war das Bild fertig und deshalb zeige ich es euch jetzt einmal in der Nahaufnahme, indem ich mit der Kamerafahrt relativ dicht über das Bild schwenke. Und hier kann man dann sehen, dass auch wieder die für die Rakeltechnik typischen Inseln vorhanden sind. Es sind die vorhin bereits erwähnten Farbschlieren vorhanden und das kann die Kamera meistens etwas schlechter zeigen. Ich habe in den kleinen Inseln teilweise noch den Glitter vom Anfang. In der Kamerafahrt über das getrocknete Bild sieht man, dass die Farben von Amsterdam Acrylics seidenmatt auftrocknen. Und ich liebe diesen leichten Glanz sehr. Und ich finde, dass also auch hier wieder ganz wunderbar die Farbinseln und Stieren zu sehen sind. Besonders schön finde ich die einzelnen Abstufungen der Blautöne. Zum Abschluss habe ich euch das Bild einmal an die Wand gehängt, um es in einem anderen Licht zeigen zu können. Ich kenne jemanden, der jetzt sagen würde, hier habe ich wieder ein Wimmelbild und er findet immer wieder Figuren, die in meinen Bildern auftauchen. Und ansonsten finde ich an dieser Stelle den Kontrast sehr schön von dem dunklen Blau zu dem hellen Gelb-Grün. Und im oberen Bereich auch wieder die verschiedenen Blautöne. Es ist mir tatsächlich gelungen, die Ecke mit dem Kupfer- und Brauntönen zu behalten. Und insgesamt sieht das Bild wirklich ganz anders aus als das letzte Bild. Danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe auf ein paar Kommentare, vor allen Dingen auch zu den Fragen, die ich gestellt habe. Und dann wünsche ich dir alles Gute für das neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.